Hallo, hier sind die Frauen am virtuellen Brunnen und wir sind im August 2019 und heute soll es darum gehen, was ist integrale Heilung, wie findet das statt, was versteht man darunter und so weiter. Bevor wir anfangen mit dem Thema, gehen wir kurz eine Runde, stellen uns kurz vor, was wir damit zu tun haben mit integraler Heilung oder überhaupt Heilung oder warum wir überhaupt hier sind in dieser Runde. Und dann gehen wir ins Thema. Okay, ich sehe vor mir gerade Daniela und möchtest du gleich anfangen? Ja, ich kann gerne anfangen. Ich heiße Daniela Borschel, ich lebe in Fürth bei Nürnberg. Ich bin ein Mensch, der ganz vieles tut und bin hier im Kreis dabei, weil ich mich sehr für das Integrale interessiere, im integralen Forum im Vorstand bin und diesen integralen Gedanken weitertrage. Und heute fühle ich mich vom Thema sehr angesprochen, weil ich auch Heilerin bin. Und ich gebe weiter an Anna. Ja, hallo, ich bin Anna Hauser und bin in der Nähe von München, Gauting, und freue mich, dass ich wieder mit dabei bin. Ich war einige Jahre im Salon in München mit der Susanja, also die Susanja und der Rainer, immer dabei waren, und freue mich jetzt einfach auf dieser Ebene weiterhin mit dem Integralen verbunden zu sein im Austausch. Mich interessiert Ganzwerdung, also auf allen Ebenen, und deswegen bin ich zwar nicht mehr so sehr mit Texten von Ken Wilber verbunden, mehr noch interessiert mich oder bin ich fasziniert von Spiral Dynamics, von den Ebenen von Entwicklung, die für mich ja auch sowas wie eben eine Ganzwerdung anvisieren. Ich gebe weiter an die Monia. Ja, ich bin die Monia Frühwirth in Wien, seit 15 Jahren, 20 Jahren bald, mit dem Integralen unterwegs, den integralen Landkarten. Wir hatten im Jahr 2004 eine Medizingruppe in Wien und ich bin sehr gespannt, wie weit wir hier das Thema, und du hast so schön gesagt, Ganzwerdung, ja, wie weit wir damit weiterkommen. Heilen ist für mich so ein bisschen jetzt mit einem, also ich bin Heilerin und wir heilen. Da komme ich immer so ins Gefühl, also ins Purpurdenken, und darüber könnten wir vielleicht auch reden. Danke. Okay, und ich bin Heidi in Italien und bin natürlich auch an Integral interessiert, seit 2000 oder so im Integralen Forum oder wie es vorher hieß irgendwie anders. Immer bei den Tagungen dabei. Und Heilung, ja, das ist ja eigentlich ein sehr interessantes Thema, weil wir halt zu sehr von der allopathischen Medizin bestimmt werden. Und wir wissen ja, dass es auch noch andere Wege gibt des Heilwerdens. Mein Bruder beschäftigt sich mit Vorbeugungsmedizin als Arzt und Psychiater. Das finde ich spannend. Und in der Wisdom Factory, thewisdomfactory.net, die ich hier aufgebaut habe und vertrete, haben wir schon mal, zweimal habe ich ein Gespräch geführt mit Lynn Feldmann. Und die war eine enge Mitarbeiterin auch von Ken Wilber damals. Und sie hat ein Buch geschrieben nach ihrer Krebskrankheit, Integral Healing. Und das fand ich schon sehr spannend, wie sie die Quadranten verwendet hat, um zu sehen, wo überall findet Heilung statt oder ist Heilung nötig. Also nicht eben nur auf dem oberen Rechten, wo es um Körper und Chemie reinpumpen geht und so weiter. Ja, und damit möchte ich die Diskussion eröffnen. Integral Healing. Vielleicht sollten wir erstmal klären, was ist Heilung, wie du das schon gerade angesprochen hast, Monia? Oder was verstehen wir unter Heilung? Und dann, was macht Integral das dann nochmal anders? Mir ist jetzt wieder eingefallen Mut und Gnade von Ken Wilber, wo sie ja nach 5 Jahren gestorben ist. Aber trotzdem hatten alle und auch sie das Gefühl, dass sie jetzt ganz, also heil war, eine Ganzwerdung. Wir verstehen natürlich Heilung meistens, dass man besser geht, körperlich vor allem, psychisch vielleicht auch.
Also darüber würde ich gerne auch reden. Also was ist für euch Ganzwerdung? Also wenn man zum Beispiel nicht eine spezifische Krankheit hat, sondern wie kann man noch heilt werden? Anna, du wolltest auch? Ja, schaue ich so aus. Also zum einen freue ich mich auf den Film. Mut und Gnade wird ja verfilmt. Ich weiß nicht genau, wann er kommt. Und ich war auch fasziniert, also das war auch mein Einstieg, das Buch eben. Und dass ja auch die Namensänderung, die ist mir noch im Hinterkopf, dass sie, als sie von dieser Ganzwerdung, als sie das beschrieben hat, hat sie eben ihren Namen in Treya verwandelt, also sich umbenannt als Symbol für die Ganzwerdung. Was ich von meiner Seite her kommen, die ja physisch als Kind vom Land relativ stabil ist, sage ich, bringe ich sofort ein, weil du, Monia, diese physische Ebene angesprochen hast mit Pillen einwerfen, da denkt man, oder sich gesund fühlen, da denkt man natürlich an den Körper. Und integral heißt für mich eben diese untrennbare Einheit von Körper und Geist. Und auf sozusagen, ich bin interessiert eher an der psychischen Heilung. Also und damit Ganzwerdung und damit, was heißt für mich Gesundheit sozusagen auf dieser Ebene? Das ist spannend. Lasse ich jetzt mal im Raum noch stehen. Ich finde es jetzt einfach spannend, den Hinweis auf diese Ebenen von, die uns ausmachen. Genau. Ich wollte noch mal auf die körperliche Heilung eingehen, wenn man also irgendein Problem hat, aus der Balance ist. Es gibt ja praktisch drei Ebenen von Medizin. Ja? Das eine ist eben die allopathische, die mit Chemie die körperlichen Symptome so heilt. Und das nächste Ebene ist eigentlich die psychische Heilung, von der du sprachst. Und dann, wo man also psychische Techniken oder sowas anwendet, um das wieder in die Balance zu bringen. Und dann gibt es eben noch die Energieebene der Heilung. Und ich denke, da kann Daniela dann was dazu sagen. Und es ist, weil das vorhin so ein bisschen angeklungen ist, für mich ist das absolut, seitdem ich in diese Sagomatis, also wie heißen die schnell, schamanische Sitzung hatte, für mich ist es kein Wu-Wu mehr. Für mich ist es jetzt mittlerweile wirklich ein Erlebnis, das man nicht aus der Welt schaffen kann, dass sowas passiert. Und dann habe ich, wie ich letztes Mal, glaube ich, schon in einem anderen Zusammenhang sagte, das Buch von Erwin Laszlo gelesen oder gehört, weil ich ja nicht mehr so gerne lese. Und das hieß Theory of Everything and the Akashic Field. Und da der sich, Erwin Laszlo, bemüht, aus der Wissenschaft heraus diese Dinge zu erklären, die so vorher immer so als Wu-Wu und Purple-Aberglauben gelten. Und ich finde das sehr spannend. Und ja, erstmal zu dir, Daniela. Ja. Ja, ich habe ja vorher, kam so über meine Lippen, ich bin Heilerin. Und ich habe jetzt, ich fand es ganz arg schön, was du, Monja, gesagt hast. Und ich habe jetzt überlegt, was verstehe ich unter diesem Ganzwerden oder Heilsein. Und ich merke, Heilsein ist für mich nicht ein Wegmachen von etwas. Und es ist auch nicht was Perfektes haben. Also Heilsein ist eher ein Heilsein für das, was dran ist, für das, was der Mensch oder das Umfeld des Menschen oder unsere Welt braucht. Also dieses Heilsein ist eher wie ein Zustand von einer Balance, ist jetzt falsch, aber Ausgewogenheit dieser verschiedenen Bereiche, auf die ihr gerade eingegangen seid. Eine Körperlichkeit, etwas, das Geistige, das Seelische, auch das Spirituelle, also wie immer wir die Begriffe auch dann definieren. Aber das ist sozusagen etwas sehr Umfassendes und es geht eher darum zu schauen, was vielleicht gerade fehlt, als was man nicht mehr möchte. Also ich sage es mal so, weil ich meine, wenn ich jetzt einen Marathon laufen will, brauche ich eine andere körperliche Konstitution, als wenn ich etwas ganz anderes tue. Und ich finde das was ganz Spannendes an diesem Thema Heilung oder Heilsein und ganzheitlich sein, dass das für jeden von uns anders ist.
anders ausge, wie soll ich sagen, austrachiert oder, ja, so würde ich es mal benennen. Ja. Daniele, du hast jetzt gerade was sehr Interessantes oder Spannendes gesagt, dass wir eigentlich nicht für uns heil werden wollen, sind, sondern für, eigentlich hast du gesagt, die ganze Welt, also zumindest für unser Umfeld und also das, was die Welt braucht, also nicht nur, was wir brauchen. Und das ist natürlich ein ungemeiner Anspruch. Also wie gehst du damit um? Wie du eben sagst, Marathon laufen, da kann man trainieren und psychisch kann man also auch einiges tun. Aber wie kann man die ganze Welt umfassen in einer Ganzwerdung? Also ich habe keine Antwort darauf. Ich übe mich. Und es ist, je mehr sich einem, und das teilt ihr sicher, sich sozusagen die Komplexität, wenn wir die erfassen, die da ist, dann kann ich es nicht mehr auf mich allein reduzieren. Aber ich bin dennoch wichtig. Also das heißt, durch das, was durch dich in die Welt kommt, Monja, Anna, Heidi oder mich, also wir brauchen dafür auch eine gute körperliche Konsistenz, eine geistige Offenheit, eine psychische, also eine Balance, eine Möglichkeit, auch unsere Traumata zu bearbeiten und so weiter. Und ich glaube, nur dann können wir an kollektive Dinge rangehen. Oder im Moment, also die Ulrike Hoffmann-Schüll, von der ich ja auch gelernt habe, also was jetzt Heilen angeht, sie hat was sehr Schönes gesagt diese Woche. Sie sagte, mit den Bränden, ne? Also mit dem Regenwald, der brennt, oder den Wäldern, die brennen auf dieser Welt. Also ich bekomme es jetzt nicht in den exakten Worten hin, aber wenn wir davon ausgehen, dass sowieso alles verbunden ist, dann kann ich mich ja davon nicht trennen. Wenn ich aber immer in diesem Schmerz bin, kann ich auch nichts verändern. Und ich glaube, das ist das Spannende daran, also dass irgendwo alles zusammenhängt und dennoch jedes Wesen möglichst heil sein darf. Das wäre so mein Wunsch. Aber ich bin gut mit mir beschäftigt momentan, mit so ein paar chronischen Krankheiten, die mir mitgegeben sind als Übungsweg. Also insofern, ja, auch das ist wichtig. Ich gebe weiter an euch. Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Was Laszlo sagt, das Akashic Field, das ist sowas ähnliches wie in den spirituellen Traditionen, the ground of being. Das ist das Feld, wo alles gespeichert ist. Das heißt, was immer auf der Welt geschieht, was immer du gedacht hast, was immer du gefühlt hast, ist da gespeichert. Und das bedeutet natürlich, was du in die Welt bringst, hat einen Einfluss auf den Rest der Welt. Und insofern, wenn wir versuchen, uns in Balance zu bringen, hat das schon einen positiven Einfluss auf die Welt. Ja? Und deswegen finde ich schon, dass man erstmal bei sich anfängt und guckt, wie kriege ich mich auf die Reihe. Aber nicht auf die Reihe in dem Sinne, wie wir das früher gemacht haben, nach dem Motto, na stell dich mal nicht so an, mach doch einfach, sondern dass man es auch wirklich energetisch wieder besser drauf ist. Und ich habe gemerkt, seitdem ich jetzt wieder so, ich weiß nicht, ob ihr Donna Eden kennt, die macht Energiemedizin und da mache ich wieder so Übungen, ja, oder EFT, also mit Klopfen und so. Und seitdem geht es mir wieder besser. Und wenn ich mich abends hinsetze und mir überlege, worüber bin ich dankbar für heute, ja. Und seitdem ich diese Praxis wieder aufnehmen kann, fühle ich mich besser und ich bin absolut überzeugt, dass man damit auch die eigenen Schwingungen erhöht, wie immer das man feststellen will, weiß ich nicht. Es gibt ja wahrscheinlich kein Messgerät dafür, für die Schwingungen, die du hast. Aber ich denke schon, dass das eine Möglichkeit ist, die Welt zu verändern, indem man selber irgendwie sich rauszieht aus diesem tiefen Loch und nicht wie mit den Waldbränden oder was auch immer fürchterliches geschieht. Es passiert ein Haufen fürchterliches Zeug. Wenn man da nur in diesem, was mein Enneagramm 4 mit der Welt leiden, in da hinunterfällt, dann kriegt man wahrscheinlich auf die Dauer nicht so viel hin. Also es ist es nicht ratsam, in die Typen hineinzufallen, in die
wie sagt man, in diese Struktur, die man so mitbringt, in die typologische Struktur, in dem Fall der Enneagramm 4, sondern dass man sich selber immer wieder rauszieht. Und ich habe auch ein paar Übungen dafür in meinem Leben gekriegt. Und im Moment geht es mir eigentlich ganz gut. Und das freue ich mich, dass ich das dann dazu beitragen kann. Ja, dann erzähle ich weiter. Also zum einen, dass ich das spannend finde, dass du etwas ansprichst, was Richard Rudd, ich bin gerade wieder mehr mit den Gene Keys beschäftigt, also das ist die spirituellere Variante des Human Design Systems, der sagt, es ist total wichtig, sich aus diesem kollektiven Stressfeld sozusagen über das immer wieder sehr bewusst rauszuheben, also sich nicht gefangen nehmen zu lassen von diesem Stress. Also er sagt dann, das ist im Prinzip ein Rausfallen aus der Schumann-Frequenz und so Sachen. Also das finde ich jetzt ganz spannend, dass du das ansprichst. Und gleichzeitig merke ich, ich persönlich bin unglaublich, ich resoniere stark und aufgrund meiner, schnell entstehenden Instabilität dahingehend, ist es für mich total wichtig, eben auch in Übungen zu kommen oder auch eben bewusst bestimmte Medien zu meiden. Aber ich hänge jetzt zum Beispiel, habe jetzt zwei Dinge beschlossen. Ich mache wieder das achtsame Selbstmitgefühl als Übung, wo es ja auch darum geht, sich nicht zu identifizieren, sondern Mitgefühl für sich und eben auch für die Welt, also das wieder zu trainieren. Und das Zweite, finde ich total spannend, sind der Umgang mit Blockaden. Also warum funktioniert dies oder jenes nicht? Und da habe ich jetzt einen Tipp gekriegt und werde tatsächlich ein Akasha-Reading machen, wo ich ganz lange, 15 Jahre lang, war ich im Widerstand gegenüber dieser Energiemedizin. Habe es also als, als Purpur, mit Schamanischem habe ich auch keine Erfahrungen positiven gemacht, habe die Hoffnung aufgegeben und jetzt plötzlich merke ich, beschäftige mich damit und denke mir eben, wow, da ist ja auch ganz viel passiert im Hinblick auf Begründungen. Du hast es ja angesprochen, Monia, mit den Placebos, wo sich dann das Orangene, also Wissenschaft mit Placebos beschäftigt beispielsweise. Und ich finde das gerade ganz spannend, also sowohl meinen eigenen Prozess als auch, wie ihr da darüber erzählt und ja, wie sich es jetzt weiterentwickelt bei uns. Wir haben vor kurzem im integralen Frauenfeld, weil du gesagt hast, sich aus dem kollektiven Stressfeld herausziehen, da haben wir erwähnt, also die Aura stärken. Da haben wir also auch gefragt, konkret, also atmen. Ja. Gut. Und dann kam natürlich auch das Herz offen halten. Und das, also sich den Medien zu entziehen, das war für mich also ein Weg. Und das Herz offen halten, das war recht köstlich, weil sie hat gemeint, die Frauen ziehen immer die Schultern ein und wir sollten eigentlich die Schulter zurückgeben und auch unsere Brust zeigen, weil schließlich und endlich ist das ja etwas Weibliches. Hat mir gut gefallen, also bisher habe ich noch nicht so darüber nachgedacht und hat auch gesagt, dass die Männer ihre Herzenergie auch über das Haar und über die Hände geben. Und das finde ich auch sehr schön. Also das heißt, unsere Ganzwerdung liegt schon auch bei uns. Das ist nicht, dass man sich hinsetzt und wartet, dass irgendjemand kommt und einem ganz macht, sondern ja, mit jedem Atemzug, einatmen, ausatmen, kann man heiler werden, glaube ich. Also zumindest trifft es für mich zu. Ich glaube wirklich, dass wir das alle sind, aber nicht praktizieren, also nicht immer bewusst darin sind. Viele Menschen, oder wir vielleicht schon, aber viele Menschen nicht. Denn uns ist ganz viel gegeben an eigenen Möglichkeiten, so wie ihr das gerade beschrieben habt. Und ich habe eben einen Weg gefunden, die Medien auch zu ertragen.
indem ich Tonglen praktiziere. Ja, das ist meine Übungspraxis, das sind die Nachrichten jeden Abend, ist Tonglen-Praxis. Das ist sozusagen zusammengelegt, im Wilberschen Sinne, praktisch. Nein, nicht nur praktisch, es tut wirklich gut. Also ich kann euch das nur, oder auch eine andere Herzenspraxis, die möglich ist, wo man trotzdem noch was anschauen kann und hören kann, weil sie verbindet, ohne zuzumachen, und sie gibt trotzdem auch mir Energie. Also es ist wie in einer Form verbunden sein. Und gut, das ist sicher ein Übungsweg, den man erst anders beginnt. Also ihr könnt auch eine andere Herzenspraxis machen, macht ihr bestimmt. Und für mich ist das eine große Hilfe, wenn einfach Bilder kommen oder Meldungen in den Nachrichten kommen, die mich sehr berühren. Dann merke ich momentan, wie das automatisch beginnt, dass ich Tonglen praktiziere. Also über die vielen Jahre ist es jetzt wie so ein, ich bemerke, dass es passiert. Ich schalte praktisch nicht ein und nehme es mir vor, wie es zu Beginn war. Das ist sehr interessant. Kannst du ein bisschen mehr über die Vorgangsweise sagen? Ich glaube, das ist für viele interessant, weil wenn ich die Nachrichten schaue, also dann, ja. Wie gehst du vor? Also du siehst, sagen wir, ein schreckliches Bild. Schreckliche, ja. Was machst du dann? Wenn ich es lerne, lerne ich zuerst mein eigenes Leid kennen. Also es ist eigentlich wie wie was du angesprochen hattest, Anna, achtsames Mitgefühl, ja, mindful-based self-compassion, ne? Das ist das Prinzip, ich beginne erst bei mir, also zumindest für unsere westliche Welt ist es dienlich, im Osten wird es oft anders. Und dann ist es eine Atemtechnik, die kann ich zusätzlich nicht visualisieren im Herzen. Oder ich kann, also es ist ja eine tibetische Praxis, das Tonglen, da kann ich mit sehr verschiedenen Bildern arbeiten. In der Regel funktioniert es sehr, sehr gut über den Atem. Ich stabilisiere mich, gehe in die Stille, beobachte den Atem und ab einem bestimmten Moment, für eine bestimmte Zeit, also ich schlage die Schale und ich atme eben Leid ein und das verwandelt sich in meinem Herzen. Und wenn ich ausatme sozusagen, dann ist dieses Leid verwandelt. In Glückseligkeit oder in Glück. Und dieses Ein- und Ausatmen, ich fokussiere mich vorher auf etwas. Also ich kann mir zuerst meine Mutter zum Beispiel nehmen, an die ich denke, und ihr Leid einatmen, das sich wandelt. Und das ist ähnlich wie in der Metta, mögest du glücklich sein. Ja, so. Ich mache es nur mit dem Atem, ohne Worte inzwischen. Ich fokussiere mich nur. Und ich beginne sozusagen mit mir, da nehme ich einen Menschen, der mir sehr wertvoll ist. Und ich weite aus auf Menschen, die ich vielleicht nicht so mag. Und irgendwann, und es wird immer umfassender, und irgendwann ist es eben die Welt oder der Kosmos. Es gibt ja kein Ende da. Es ist die Frage, wohin ich meine Aufmerksamkeit richte. Und was dann passiert, wenn ich jetzt eben eine Meldung, wenn ich den brennenden Regenwald in Brasilien sehe, dann merke ich, dass sich meine Aufmerksamkeit darauf konzentriert. Und auch irgendwo auf die Luft. Also das ist sicher nicht umfassend. Ich sollte vielleicht auch die ganzen Lebewesen und so umfassen, aber ich merke, bei mir gibt es dann wie so einen Fokus, der sich bildet, und der hat irgendwie mit dem Luftraum um die Welt zu tun. Und dann nehme ich eben diesen Teil. Also das, was dann erscheint, ich bin da nicht anspruchsvoll im Sinne von, ist das jetzt richtig oder falsch, habe ich alles umfasst oder nicht, sondern ich schaue, was sich dann für mich auch anfühlt als auch für mich eine gute Praxis. Also es darf nicht so sein, dass es mir hinterher schlechter geht als vorher, sondern mir geht es hinterher besser als vorher. Das ist das Zeichen, dass es gut läuft. Ich habe gesprochen. Also Tonglen. Ja, ich hab nur die Erinnerung, dass also Tonglen in der Art Weise, dass du es in dir umwandelst, erst in einem sehr fortgeschrittenen Stadium. Also man soll nicht damit gleich beginnen. Sondern eben, wie du gesagt hast, dass man sich jemanden positiv auch vorstellt und atmet. Aber es ist ein langer Weg, Tonglen. Also man kann nicht jetzt sagen, also gut, ihr könnt jetzt alle gleich Tonglen. Das ist eine sehr große Herausforderung. Also ich glaube schon, dass... Ja. Ich sage mal so, ich gebe ja auch Trauerseminare mit dem Helmut zusammen. Und da gibt es Menschen, die lernen das in 4 Tagen das erste Mal kennen. Und die können es am 4. Tag ausweiten. Nicht auf die Welt, aber sie sind in einer tiefen Trauer und können dennoch sehr, also es ist nicht so schwierig zu lernen, wenn ich
auf die Signale von mir selber achte und nicht in eine Selbstaufopferung gehe. Und es ist eher eine Übung, die Regelmäßigkeit braucht. Wie alles. Also es ist nicht... Und ich meine, wie gesagt, wenn man jetzt ganz streng tibetisch lehrt und so, dann ist es sehr, sehr, sehr diszipliniert und nicht immer so westlich geeignet. Aber diese Mindful-Based also Self-Compassion und dann Ausweiten, das zusammen ist, glaube ich, ein guter Ansatz. So, jetzt habe ich eine Frage. Wie weit ist das Wovo? Wie weit ist das Purple? Oder ist das Integral? Oder was ist das? Glauben wir nur dran? Ist das wirklich so? Und so, also, ja, ich schmeiße es jetzt einfach mal so rein. Gute Frage. Integral, genau. Also ich halte es für eine integrale Praxis, sonst würde ich sie nicht machen, glaube ich. Ja, warum? Also, und zwar, ich halte sie für eine Praxis, die, wenn wir auf die integralen Quadranten gucken, sowohl eine Ich- wie eine Wir-Praxis ist. Also das ist sozusagen, ich habe automatisch ein obere und untere Quadranten. Ich bin mit meinem Ich da, also ich sorge zuerst dafür, dass es mir gut geht. Also ich habe ein Ich innen. Ja, und ich praktiziere etwas, was sichtbar wäre, also was man auch von außen wahrnehmen kann. Also habe ich auch den oben rechts Quadranten. Und es ist möglich, in einem Wir zu praktizieren, in einem Kreis von Menschen oder sich einen Zeitpunkt vorzunehmen. Und dann ist es wirklich eine Wir-Praxis, die für mich damit auch systemverändernd sein kann. Es gibt Forschungen, die Gehirnwellen messen. Also wenn wir jetzt mal objektiv reinschauen, dann ist natürlich bei einer Herzenspraxis, haben wir andere Frequenzen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Eye-Awake-Technologien gehen, dann gibt es da spezielle Brainwave-Entrainments, die sozusagen genau für diese Frequenz sorgen, die auch im Tonglen passiert. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, welche das ist, da seid ihr wahrscheinlich fitter. Aber ich habe das mal getestet, eine Zeit lang Tonglen und dann eine Zeit lang die Eye-Awake-Praxis. Und es hat sich sowohl gleich angefühlt für mich. Und ich habe es jetzt nicht messen lassen, aber ich könnte mir vorstellen, es waren auch gleiche Gehirn, also ähnliche Gehirnwellen. Mir ist es lieber, ich kann das selbst erzeugen. Es ist für mich eine Praxis, die auch eine sehr spirituelle Praxis ist. Also wenn wir jetzt mal auf Wilbur Combs Matrix gehen, dann ist sie in einem grobstofflichen verankert und sie geht auf jeden Fall in einen feinstofflichen Raum. Und für mich geht es darüber hinaus, weil es geht in die Verbindung mit allem. Und damit hat es mindestens eine kausale Form von Meditation, würde ich sagen. Also ist jetzt wäre jetzt meine Einordnung. Und das ist sicherlich eine Übungsfrage. Ich mache es viele Jahre, 5, 6 Jahre, glaube ich, so. Ja, was brauchen wir im Integralen noch typologisch? Also du hast es gut angesprochen, Heidi. Ich finde, es ist auch ganz wichtig zu schauen, es ist eine Praxis, die für meinen Typ geeignet ist. Und ich glaube, sie ist für alle Typen geeignet, wenn ich darauf achte, wo ich sozusagen in mein Muster fallen kann. Und ich bin auch jemand, der es schon sehr, sehr lange im Leben sehr, sehr viel wahrnimmt und Schmerzen spürt und über Generationen zurück an Orten Energien spürt. Ich konnte damit früher nicht umgehen. Also das heißt, ich musste sehr, sehr früh lernen, entweder Schutz aufzubauen. Und irgendwann habe ich mir entschieden, immer einen Schutz aufzubauen und so durchs Leben zu laufen. Kann es nicht sein. Ja? Das heißt, ich muss so sehr darauf achten, dass ich nicht in ein Defizit bei mir selbst gehe. Und das ist jetzt so ein Beispiel. Ne? Also so, dass es sicher wichtig wäre zu schauen. Und dann gibt es ja andere Formen von Mitgefühlspraktiken, die vielleicht geeigneter sind. Also das muss jetzt ja nicht diese Praxis sein. Ja. Und insofern finde ich schon eine Selbstheilungspraxis. Ich würde es jetzt mal, damit wir bei unserem Thema sind, ich würde es so benennen. Ja. Mal sehen, könnt ihr damit was anfangen, oder? Ja, Selbstheilungspraxis mit dem Potenzial, dann letztendlich die Welt zu heilen, ne? Weil du ja dann das nach außen gibst. Und was ich vorhin sagte, wenn du eine andere Energie ausstrahlst, können die anderen Menschen das auch von dir aufnehmen und dann kann es sich also auch im Wir verändern.
bevor man in die Welt geht, also erstmal im kleineren Raum und dann in die Welt gehen. Ja, ich glaube daran. Und ich denke, dass Erwin Lassio mit seinen Untersuchungen über Quantum Physics, wie er das so erklärt, also das macht wirklich Sinn, dass es eben nicht nur ein Blödsinn ist, dem man sich so ausdenkt und dran glaubt, sondern dass es mittlerweile auch belegt werden kann, dass solche Sachen funktionieren. Toll, ich bin total happy. Macht es mir leichter, weil ich immer auch so, sagen wir mal, wissenschaftsgläubig in dem Sinne war. Ja? Also naja, ist es denn nun wirklich was oder nicht? Und wenn ich dann wissenschaftliche Berichte höre, die das belegen, ja, und die das, also natürlich ist es erstmal im Quantenraum, aber was auf der Quantenebene ist, ich meine, das ist ja auch eine Ebene der Realität, warum nicht auch dann auf der weiteren Realität, warum dann nicht das auch übertragen können, ja, und ja, ich empfehle das Buch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und Munja, ich wollte dich nochmal fragen mit deinem Purple-Dings, ob das magisch irgendwie zu verorten wäre und deswegen es weniger wert ist oder weniger was auch immer. Da würde ich dich nochmal fragen, wie du. Wir haben ja vom Schamanismus gesprochen und das ist eine Technik auf einer bestimmten Stufe. Und wenn ich also jetzt, ich will jetzt nicht alle Stufen durchgehen, vor allem weil ich mir also auf der roten Stufe schwer vorstellen kann, was Heilung ist. Auf der blauen schon eher, weil wir ja da dann die Medizin haben, also du hast ja gesagt, die allopathische, der Glaube an medizinische Möglichkeiten. Aber wie weit jetzt, also ich begegne jetzt sehr vielen Menschen, die auch zu Schamanen gehen, was früher nicht so der Fall war. Und ich habe auch erwähnt, also wir haben da im Salon vor drei, vier Jahren schon, das an der Universität Wien durchaus in Instituten schamanische Praxis geübt wird. Also von hinten herum kommen die Dinge dann schon herein. Der Wilber hat gesagt, also, dass etwas zu viel magisches Denken im Purpur ist. Und ich lese jetzt gerade ein Buch, einen Roman, der wirklich köstlich ist, wo Zeitreisende Hexen auftreiben, versuchen Hexen aufzutreiben, die bestimmte Qualifikationen haben und weil es dann plötzlich mit dem Auftreten der Fotografie keine Magie mehr gegeben hat. Das ist dann plötzlich, die Kraft war dann weg. Die verwenden teilweise auch schon Computer, aber die nicht Computer sind, sondern die nur mit Schnüren und mit Knöpfen und mit Knoten orientieren sie sich im Zeitlichen. Ich sage euch dann, wie das Buch heißt. Es ist wirklich köstlich. Und die Frage ist, ab wann bist du eine Hexe? Oder würdest du als Hexe bezeichnet werden? Das heißt, wenn du also selbstbestimmt bist, wenn du deine Wahrheit sagst, das wird nicht gern gehört, wenn du kräuterkundig bist, wenn du und so weiter und so weiter. Und das Wort Hexe ist ja völlig verpönt. Bei uns, also keine würde gern sagen, ich bin eine Hexe, also ich habe mich auch nie als Hexe gesehen. Aber so gewisse Eigenschaften merke ich dann schon, dass Frauen, die also eigenständig sind, entwickeln. Und dazu gehört eben auch, wie die Daniela, dass du Selbstheilungspraktiken entwickelst, für dich findest, nicht nur irgendwas nachbetest, was jemand anderer macht. Und das sind für mich also die, ich will es jetzt nicht schon auf der Stufe Orange sagen,
aber wie auch die Daniele gesagt hat, systemverändernde Praxis. Also das ist eine Praxis, die unten rechts offensichtlich dann auch Auswirkungen hat, weil ja letztlich alle Quadranten zusammenhängen, wie wir wissen, alle Bewusstseinsebenen. Und wenn wir Brainwaves messen können, beruhigt uns das. Weil nur daran zu glauben, dass es was bewirkt, ist vielleicht immer noch nicht für, also für uns, also für mich wissenschaftlich gläubigen Menschen, ist es noch immer nicht so wirklich überzeugend. Wenn man die Hirnwellen messen kann, und der Wilber hat ein paar köstliche Beispiele, wie man sie verändern kann, warum sollen sie nicht durch bestimmte Techniken verändert werden? Und warum soll das nicht Auswirkungen haben? Und warum soll das nicht nur Auswirkungen haben auf uns selbst, sondern weiter wirken? Ja. Punkt. Und Monja, ich wollte dazu sagen, wenn wir damals gelebt hätten, wir wären alle schon längst verbrannt. Als Hexen, würde ich sagen. Also für sich widerspricht dieses Buch dieser Theorie, weil eine Hexe würdest du nie herausfinden, dass sie eine wirkliche Hexe ist. Und das waren leider sehr viele hysterische Frauen, die vom Umfeld beschuldigt wurden, auch teils, also um an ihr Geld und dann an ihren Besitz heranzukommen. Ja, aber eine wirkliche Hexe ist sehr, sehr schwer zu finden. Okay. Das, meiner Meinung nach, was eine Hexenqualität wäre, ist eben sowas wie Telepathiefähigkeiten so in die Zukunft oder in die Vergangenheit sehen können, was ja wirklich Menschen können. Und wenn du weißt, dass es Non-Locality gibt und auch Zeit im Grunde nicht existiert, auch selbst in der modernen Wissenschaft, dass rausgekommen ist, dass das alles nur unsere Konstrukte sind, dann überlegst du dir eben schon, ob das nicht vielleicht, was ich so gehört habe, dass die Weisheitstraditionen sagen, ob das vielleicht nicht nur Blödsinn ist, sondern ob das vielleicht auch mit unserem westlichen Verständnis eingeschlossen werden kann in unser Leben und nicht als Blödsinn abgekanzelt werden. Genauso wie der Schamanismus. Ich frage mich, gibt es nicht einen integralen Schamanismus? Also ich habe schon gehört, dass in der Wiederholung sozusagen der nächsten Oktave es wieder den gelben Schamanismus gibt, wo man eben sagen, da kommt von der Prä zur transrationalen oder konventionellen Entwicklung ist eben durch das Orange einfach Forschung, Wissenschaft dazugekommen und jetzt ist plötzlich wieder das Feld offen. Ich erinnere zwei Sachen. Also zum einen von Mathieu Ricard. Es gibt ja nicht nur die Hirnwellen, sondern auch die Bereiche, wo bestimmte Dinge verarbeitet werden. Und ich habe so im Hinterkopf, wenn Ricard einfach nur konfrontiert wird mit dem Schmerz, dann leidet er nur, während wenn er sagt, jetzt geht er in die Mitgefühlspraxis, dann ist es ein anderer Bereich, in dem dieses verarbeitet wird. Und dann wollte ich noch was anderes erzählen, nämlich ich habe jetzt, obwohl ich mich lange gewehrt habe, doch den Joe Dispenza gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt. Also ich habe mich lange gewehrt über dieses Thema Du bist das Placebo, heißt das Buch. Das hat mir ein befreundeter Arzt also gegeben, mit dem habe ich auch schon mal telefoniert. Da habe ich damals, hat der Eckhard von Hirschhausen schon erzählt, man weiß, dass Placebos auch schon wirken, auch wenn die Patienten wissen, es ist ein Placebo. Und das Erstaunliche ist, ich habe ihn gefragt, was glaubst du, helfen die blauen Pillen oder die roten Pillen, auch wenn beide Placebos sind und auch wenn die Teilnehmer das wissen? Dann sagt er spontan, es ist ja jetzt wurscht, die roten. Also eine Sorte von diesen Placebos wirken mehr, die Farben, eine bestimmte Farbe besser als andere. Es ist faszinierend. Und der hat es vielleicht nur ein Gedanke, der Dispenza, ich habe es gelesen, eben das Geist tatsächlich Materie, nämlich eben die Verschaltungen, die Bahnen im Gehirn, die Verschaltungen tatsächlich verändert. Also die werden stärker, die Neuronen. Das ist ja eine Geist verändert Materie. Und ich habe dann auch eine CD gekauft, wie man meditieren kann von ihm aus. Also da gefallen mir die ersten beiden Teile, nämlich er verankert sozusagen erstmal den Körper
und sagt, nimm den Raum zwischen den Augen, in der Nase und so weiter, nimm bestimmt einfach den Raum im Raum wahr, ungefähr eine Viertelstunde. Und dann allerdings sagt er, und jetzt werde ein Niemand und ein Nichts, löse dich sozusagen eben im Feld auf, um dieses Potenzial, um da einzutauchen, damit eben einfach alles möglich ist, was du nicht erwarten kannst. So, da stehe ich gerade. Und also ich kann nicht von einer positiven Wirkung beschreiben, sondern nur, dass ich das faszinierend fand, diese Herangehensweise. Er hat wohl Erfolge, er hat wohl Heilungserfolge. Und es gibt ja Untersuchungen, ne, über gerade so Placebo und wie die wirken. Und das ist weit über den Zufall, die Ergebnisse. Also woran liegt es? Sind wir gutgläubig oder ne? Also es ist nicht zu leugnen, dass Heilung stattfindet, nicht unbedingt durch materielle Einwirkung auf den Körper oder chemische Einwirkung auf den Körper, sondern durch noch viel mehr. Und es mag die Psyche sein, aber es kann sogar noch mehr sein, ja? Also nicht nur die individuelle Psyche. Das finde ich auch total spannend. Ihr habt jetzt sehr interessante Bereiche angesprochen. Ich würde ganz gern nochmal auch auf das Thema Purple oder Purpur-Schamanismus eingehen, weil ich hatte ja sehr viele Jahre so verschiedene Felder, in denen ich aktiv war. Und ich habe ganz lange im Integralen erlebt, also als ich ins Integrale kam, habe ich ganz wenig erzählt davon. Ne? Und war so jemand, der so praktisch das immer in Parallelwelten gelebt hat. Also es gibt Menschen, die das wussten, ich habe nichts geheim gehalten, aber viele haben nicht gefragt. Und ich war so überrascht über die Jahre, wie oft das, ich sag mal, Schamanische, das Energetische, das eher als leichtgläubig, weiblich, esoterisch, wie soll ich sagen, niedergemacht wurde. Also bewertet wurde in einer Form, die ich in meiner eigenen Erfahrung und Wahrnehmung eben gar nicht teilte. Also wobei ich das auch kenne. Also ich kenne auch so Menschen, die ja völlig abdriften. Und also ich halte jetzt nicht alles für gut, vieles ist Humbug. Dennoch fand ich es spannend, wie gerade diejenigen, die sich ein integrales Bewusstsein selbst, wie soll ich sagen, ausstellen als Zertifikat sozusagen, so etwas Wesentliches ausklammern. Ja? Nämlich eine Ebene der Entwicklung, in der mir so vieles zugeht und dann eigentlich reifen darf über die, wie ihr das gerade sagtet, von Purpur. Ich weiß auch nicht, wie es in Rot ist, also in der im Magischen, aber ich glaube, es hat im Magischen eben einen Aspekt von, dass wir natürlich auch bestimmte Menschen für Heiler halten, ihnen die Fähigkeit geben. Nicht umsonst rennt man zu John Dispenza oder zu wem auch immer. Ja? Oder zu einem Guru, der heilt, oder zu Aurobindo und Mutter. Oder, also ich sag mal, das gab es immer. Und dann gab es irgendwann eine blaue Struktur, die es sehr traditionell gemacht hat. Da ist auch Tonglen mehr oder weniger schon aus meiner Sicht. Das hat da sehr viel Blau dabei, also sehr viel Struktur, Klarheit, wer darf wem anleiten. Und ne, also in diesen monastischen Traditionen oder Hildegard von Bingen mit ihren Dingen, die dann ja auch ein langer Widerstand waren. Also ich glaube, wir haben diese Entwicklung drin und wir haben wirklich jetzt, dass sich das Schamanische eben nicht mehr ausschließt. Also dass Menschen ihre Facetten zeigen, mit denen sie im Leben sind. Und das gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, dann wird es uns auch gelingen, es nicht mehr als, also diese Prä-Trans-Verwechslung, also die nicht als immer, das ist immer, immer ein Rückschritt, also das abzulegen, sondern erkennen zu können, wann ist es weitergegangen, wann ist es der Versuch, dass da jemand mit den Fähigkeiten oder Gaben versucht, den Kopf trotzdem dabei zu haben. Ja, und wenn ein Unfall passiert, trotzdem den Krankenwagen zu rufen. Also so, weil es vielleicht einfach angemessen ist. Ja, das ist wie nach unten greifen und es mit hochzuholen wieder.
Und das finde ich auch, um was du angesprochen hast vorhin, ich kann das total unterstützen und ich war auch eine von denen, die gesagt haben, das ist immer wo. Aber im Hinterkopf hatte ich immer gedacht, ja. Und mit der Erfahrung, die ich also in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, gemacht habe, erst war es mehr ein Glaubenssatz und dann, wenn du es tatsächlich in deinem Leben erfährst, dann sagst du dir, oh, okay, vielleicht ist es ja dann doch nicht so eine Spinnerei. Ja? Und ich bin da sehr dankbar für, dass ich das öffnen kann. Und ich habe immer gesagt, die Integralen sollten ein bisschen mehr integraler werden, weil ich habe auch festgestellt, dass bestimmte Themen einfach ausgeschlossen werden. Die werden einfach weggedrängt, die gibt es nicht. Ja, und oder du wirst als verrückt erklärt oder sowas. Insofern bin ich ganz dankbar für den Jean Seaburn oder wie der heißt, jemand in Norwegen, glaube ich. Der hat mit Jeff Sausman gesprochen über so Sachen wie Extraterrestrials und sowas. Ja? Und das wird ja auch im Allgemeinen komplett belächelt. Aber der hat sich sehr damit befasst und ist nach wie vor ein Integralist. Und ich fand es sehr mutig, dass er das gemacht hat. Weil ich meine auch, wie kannst du denken, dass wir die Einzigen in dem ganzen Kosmos sind? Es gibt allein in unserem Universum, ich glaube, 8, das sagt dann der Erwin Laszlo, ich glaube 8 Planeten, die lebensmögliche Strukturen haben, wo Leben entstehen könnte. Und das ist nur so unser winzig kleiner Teil und da gibt es ja noch so viel mehr. So, also es ist irgendwie vermessen zu denken, wir sind die Einzigen. Ja. Ich finde das ganz schön arrogant. Und jedenfalls eben einfach nur zulassen zu können, dass es auch noch andere gibt auf der Welt, also nicht auf der Welt, im Kosmos, andere Wesen und nicht nur wir. Das würde ich eigentlich als Grundvoraussetzung für ein integrales Bewusstsein erwarten, sagen wir es mal so. Wenn wir jetzt nochmal auf integrale Heilung schauen, du hast ja vorher das Buch Integral Healing angesprochen. Ich habe nur den Teil, also nur so einen Ausschnitt gelesen, als das angekündigt wurde. Und mich hat das sehr begeistert, weil, sagst du nochmal, wer von wem das war? Heidi? Lynn Feldman, LYNNE Feldman. Und die ist auch, ich habe die Gespräche auf thewisdomfactory.net. Mhm. Zwei Gespräche mit ihr, einmal im Zusammenhang mit Tod und Krankheit und Tod, weil das ja, sie hat ja eine Krebskrankheit und hat sich selber mehr oder weniger selber heilen, ist falsch. Ja? Also sie hat auch Operationen und alles Mögliche gemacht, aber sie hat gemerkt, dass sie noch die anderen Bereiche eben auch abdecken möchte. Und einmal ganz am Anfang, in der ersten Saison, ich glaube 2014 oder so, da oder 15, da haben wir über das Buch gesprochen. Und ich weiß, dass es auch so ein Ausschnitt oder es gab auf jeden Fall was zum Runterladen, wo man sich einlesen kann. Und mich hat das eben begeistert, dass da wirklich jemand mit einer eigenen Erfahrung, mit einer gewissen Skepsis, also so habe ich es in Erinnerung, eben beschreibt, wie wenn ich wirklich integral da drauf schaue, was ich dann einfach noch sehen kann oder wo ich noch suchen kann. Also es ist wie wenn ich das, wie Wilbers Ansatz die Fülle in eine Struktur zu bringen, ist da so ein Stück auch die Löcher zu finden oder das Fehlende, was ich ausgeklammert habe, um heil zu werden. Und das fand ich sehr schön. Sie hat, also ich erinnere mich an die Einleitung und fand das so großartig. Und ich glaube, dass wir dem auch mehr Aufmerksamkeit geben können. Und ich erinnere mich eben, also ich habe jetzt dieses integrale Yoga von Sri Aurobindo und Mutter, Sri Aurobindo und Mutter nochmal gelesen, wo es dann auch darum geht, wer auf welcher Ebene grobstofflich, feinstofflich, sehr feinstofflich sozusagen medikamentiert werden sollte und wer nicht. Also so nach dem Motto, wenn man schon sehr, sehr frei und offen ist, dann, wenn man dann so einen brutalen grobstofflichen Chemie drauf wirft, dann kann das ganze System zerrütten. Also sozusagen auch ganz, ganz spannend die Dosierungen und das, was wir gerade haben mit der großen Diskussion über, ist Homöopathie, macht das Sinn, diese hohen Potenzierungen, da ist doch überhaupt kein Wirkstoff drin und warum sind die eigentlich am heftigsten, ja, und solche Dinge. Also ich finde das ganz spannend, weil wir wirklich das ja jetzt ja auch wahrnehmen, auch in den Medien, auch in der Auseinandersetzung der Krankenkassen.
Was passiert da? Wie greifen wir ein? Auf welchen Ebenen heilen wir? Oder medikamentieren wir? Oder schauen wir selbst? Ja? Das, also ich bin da wirklich neugierig, was daraus entsteht, und ich hoffe, es wird etwas sein, was eben nicht sagt, das eine ist immer besser als das andere, sondern eher zielgerichteter, wirksamer, nützlicher sozusagen. Das fände ich schön, und wenn uns das dann gelingt, dann haben wir ja, wenn wir Menschen alle so weit fit sind, dann können wir ganz leicht die Erde retten, Anführungszeichen. Ich finde es schön, dass du eben diese Energiemedizin ansprichst, ne, die bislang ja ziemlich ausgeklammert war. Ich habe irgendwann mal erfahren, vor mehreren Jahren schon, dass eine Krankenkasse in Deutschland eine Untersuchung gestartet hat, wo sie Schmerzmittel gegen Akupunktur untersucht hat und festgestellt hat, dass Akupunktur wesentlich besser hilft als die chemischen Schmerzmittel, und seitdem Akupunktur auch bezahlt hat. Ist es, ob es immer noch ist, weiß ich nicht. Aber das fand ich eigentlich schon sehr fortschrittlich, ne? Dass man erkennt, dass vieles von den chemischen nicht unbedingt das Beste ist und dass es als manche, für manche Sachen aus anderen Bereichen bessere Mittel oder Methoden gibt. Und das ist eigentlich, was integral bedeutet, ne? Dass man sieht, was hilft wo, sagen wir mal, und nicht alles unter einem, mit einem Kamm bürstet. Ne? So sehe ich das. Und ich finde, dass eben, also ich entdecke in solchen, wie soll man sagen, Anerkennung von, also von Michalsen zum Beispiel, von alten Fastengeboten, dass die jetzt plötzlich in der normalen Medizin anerkannt werden, dass gesehen wird, wie viel die Umgebung krank machen bzw. gesund machen kann. Da gibt es ja auch schon wieder Forschungen, also das zu den 4 Quadranten, wie wichtig eben sowas wie eine grüne Umgebung ist, das hinausschauen können in einer Klinik, was ja die Anthroposophen durchgehend in ihren Krankenhäusern praktizieren. Also, und dann fällt mir noch ein, beispielsweise so Suchterkrankungen, dass es immer nie eine Ursache bei einem Einzelnen liegt, wenn wir die Ursachen anschauen, sondern immer auch sozial bedingt sind Krankheiten. Und damit auch natürlich das Gesundwerden. Ja, das ist ein ganz wertvoll, was du sagst gerade, dass wir eigentlich das auch wissen, dass auch da das nicht nur aus einer Person kommt, oder, ne, sondern dass auch wir natürlich eingebunden sind in das Familiensystem, und gerade bei Suchterkrankungen ist das ja sehr, sehr klar, oder bei Borderline oder bei, wenn traumatische Themen drin sind, kann man ja genau die Krankheitsbilder zuordnen. Oder wenn Hellinger mit seiner Aufstellungsarbeit, der ja wirklich also Symptome sozusagen ganz klar auf Konstellationen geprüft hat, und ich habe das nie geglaubt, aber es ist erstaunlich, was einem begegnet, wenn man länger aufstellt. Das stimmt unheimlich oft. Also ich wollte es nicht glauben, ich fand es Humbug. Ja, die Jahre lehren mich etwas anderes. Das ist spannend. Ja, ich glaube, dass wir bei diesem Thema einfach nur mal an der Oberfläche jetzt kratzen. Da kann man noch sehr, sehr tief gehen. Und ja, wir haben wieder so einen Strauß von verschiedenen Dingen hier jetzt zusammengebunden. Aber letztendlich ist jede einzelne Blüte davon sehr, sehr wesentlich und sehr wichtig. Ja, ich weiß nicht, wollen wir weiter mit dem Thema machen? Oder die Heidi hat ein entsetzliches Thema angesprochen. Ich bin gleich zusammengezuckt, wie du Zeit erwähnt hast. Weil ich glaube, da uns da heranzuwagen, ist vielleicht doch da haben wir nicht eine Nummer zu groß. Ja, ja, ja. Da müssen wir wirklich Physiker sein, um das erklären zu können. Ich finde es immer so spannend, wenn ich das höre, und das macht total Sinn. Aber wenn ich dann versuche, das zu wiederholen, dann merke ich, ich stotter nur. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Aber es war schon toll, sich damit zu befassen. Ich meine, Einstein fing damit an, mehr oder weniger, das alles auf den Kopf zu setzen, zu stellen. Und mittlerweile gibt es so viel mehr noch, was dazugekommen ist. Es ist
Mindblowing. Und das im allgemeinen Bewusstsein ist das noch nicht angekommen. Ja, wir denken immer noch, wir sind Materie, ne? Oder Materie ist das, was wichtig ist. Und deswegen müssen wir die Materie auch mit Medikamenten, mit anderer Materie verarzten, unbedingt. Und es scheint dem wirklich sehr viel mehr zu geben zwischen Himmel und Erde, als man so gemeinhin denkt. Ja. Und wenn das in Mainstream kommt, was jetzt schon in der modernen Physik und Neuro irgendwas gefunden worden ist, das wird unser ganzes Weltbild verändern. Und nicht nur von ein paar Leuten, sondern von uns allen. Also an und für sich ist in der Medizin schon sehr viel jetzt, hat sich da weiterentwickelt, dass wir integral nennen würden. Eine integrale Sicht in den letzten 20 Jahren. Also da hat sich schon viel geändert. Wird besser. Es gibt einen ganzen Bereich funktionale Medizin, nicht? Die also durchaus das zusammen, ob das nur integrale Medizin ist. Ich glaube, integrale Medizin ist noch ein bisschen weiter gefasst. Aber funktionale Medizin ist wahrscheinlich ein Teil von integraler Medizin. Also ist schon spannend. Leider weiß ich zu wenig, um da jetzt so Einzelheiten zu sagen. Aber ich kann euch nur sagen, dass ich fasziniert bin von dem, was ich lese und erfahre. Weil jetzt habe ich das Gefühl, das kommt jetzt zusammen. Früher habe ich immer gedacht, naja, vielleicht, ach naja. Ne? Und dann machst du so bestimmte Erfahrungen, da sagst du dir, oh. Mh. Und dann wird es dir erklärt auf eine Sicht, die dir in deinem modernen, rationalen Bestreben nach Erkenntnis entspricht. Und dann sagst du, oh ja, das ist klasse, jetzt kommt das endlich zusammen. Und dann kannst du es erlauben, dir erlauben, Dinge zu sagen oder zu denken, wo es vorher dachtest, nee, du wirst für verrückt gehalten. Ein bisschen wie Daniela, du vorhin gesagt hast, ne? Dass man bestimmte Sachen immer ausklammern muss. Man muss es immer noch ausklammern, bestimmten Menschen gegenüber. Aber dass wir jetzt überhaupt so drüber reden können, über solche Dinge, das ist schon ein riesen, riesen Fortschritt. Mhm. Ich würde gern, Daniela, darf ich kurz was sagen? Weil ich würde mich gern ausklinken, einfach weil ich ja gebeten habe, früher anzufangen, weil ich verabredet bin. Meine Idee ist, wir haben jetzt gar nicht über diesen weiblichen Aspekt gesprochen von Heilung. Also ich finde eben, die Zeit drängt noch gar nicht. Die Frage ist, stellt sich für mich, ob das nicht ein Thema wäre, eben dieser Aspekt von, wir sind schließlich Frauen am Brunnen, ob wir nicht dieses Thema unter diesem Begriff noch einmal Heilung und dann diesen weiblichen Aspekt nehmen. Und dann würde ich mich gerne einfach dankend verabschieden. Ja, das finde ich gute. Schön. Also ich glaube auch, wir suchen, ich würde gerne das Thema fortsetzen mit einem Fokus. Auch allein Energiearbeit ist ja öfters gefallen. Also und ich glaube schon, dass also jede von uns mit Energiearbeit schon in Berührung gekommen ist und auch die Wirkungen kennt davon. Also ich glaube, da haben wir noch ein weites Feld. Ja, ich bin sehr, sehr dafür. Mhm. Wollen wir über Energie heilen mit Energiearbeit oder irgend sowas? Oder was Anna sagte, der weibliche ist Heilung weiblich oder sowas? Ja, oder der weibliche Aspekt darauf, das hat mich jetzt auch sehr berührt gerade. Weil bei mir gerade so die Idee kam, dass wir vielleicht auch noch sehr stark in dem Heilung im Sinne von, also ich sehe eher diesen Aspekt gar nicht von Frau und Mann, sondern von wirklich Eros und Agape oder so. Also so diese Frage, Heilung ausgerichtet auf etwas, zielstrebig auf ein Ziel zu oder im Sinne eines umfassenderen, umarmenderen. Also diesen weiblichen Aspekt fände ich sehr, sehr spannend zu untersuchen. Okay. Super, also, dann wissen wir auch, das. Genauso auch die Energiemedizin. Also ich glaube, es ist gut, wenn wir einen Fokus setzen, das nächste Mal. Lass uns den weiblichen Aspekt nehmen für nächstes Mal. Und dann Energiemedizin können wir später oder Energieheilung oder was auch immer das nächste Mal drauf machen. Ja. Ja. Okay, ja. Super. Dann danke ich euch alle. Und wer zuschaut, wenn ihr mitdiskutieren wollt,
schreibt Kommentare oder kommt dazu. Okay. Bye bye euch. Bye. Danke. Tschüss.